Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Theologo. Heute zum Thema 5 Gründe, warum Jesus sterben musste oder 5 Gründe, warum Jesus gestorben ist. Die Frage ist natürlich, musste er überhaupt sterben? Auf jeden Fall stellt sich die Frage regelmäßig, wenn man so auf Ostern, Karfreitag zugeht, so wie wir es jetzt gerade tun. Ich war jetzt heute Nachmittag noch bei uns in der Kirche und das Besondere bei uns in der Kirche ist, dass wir, auch wenn wir eine evangelische Kirche haben, hier die Lutherkirche, dass wir dann Kreuz in der Kirche vorne haben, wo Jesus noch dranhängt. Ich blende euch das auch mal hier im Video ein. Ist ja ein bisschen untypisch. In Schauernheim, in unserer anderen Kirche, haben wir auch ein ganz leeres Kreuz. Und regelmäßig stellt sich die Frage dann nicht nur bei Ostergottesdienst oder Karfreitagsgottesdienst, sondern auch wenn wir Schulgottesdienste haben oder im Kindergarten, dass dann Kinder fragen, ja, warum hängt denn der da eigentlich? Also warum ist Jesus gestorben und warum auch gerade am Kreuz? Ich will euch 5 Gründe nennen. Es gibt sicherlich noch mehr und man kann das auch anders sortieren, aber ich nenne euch jetzt mal 5, die ich eigentlich relativ verständlich und wichtig finde. Erstens, Jesus ist gestorben, weil er einen Auftrag hatte und mit diesem Auftrag hat er Widerstand provoziert. Jesus hatte eine Botschaft. Jesus hat die bedingungslose Liebe Gottes den Menschen zugesagt, dass Gott zu ihnen Ja sagt und auch zu denen Ja sagt, die von anderen ausgegrenzt werden. Dass Gott also nicht nur da ist für diejenigen, die jetzt religiös und irgendwie fromm gut drauf sind, die sich an alle Regeln halten, alles richtig machen und dann sagen, naja, wir gehören auf jeden Fall zu Gott, wir haben seine Liebe verdient und die anderen sind halt außen vor, die müssen sich erstmal bessern, bevor sie Gottes Zuwendung verdient haben. Nein, Jesus hat die Auffassung vertreten, dass Gott Ja sagt zu jedem Mensch und dass sich die Menschen überhaupt, wenn erst ändern, wenn sie dieses Ja Gottes für sich ganz verstanden haben und angenommen haben. Und das wollten natürlich viele nicht akzeptieren, diese Botschaft Gottes durch Jesu Mund. Und da hat also Jesus Widerstand provoziert, aber er war auch bereit, seine Botschaft durchzuhalten. Und er hat das auch an der einen oder anderen Stelle selber formuliert, dass er damit rechnet, dass er leiden muss für diese seine Botschaft und dass er auch dafür das Prophetenschicksal, also die Beseitigung, auch den Tod bereit ist zu erleiden. Solche modernen Propheten kennen wir ja auch aus unserer Zeit. Ich erinnere nur mal an einen, Martin Luther King, der gegen diese Trennung, Schwarz und Weiß, Rassentrennung in den USA prophetisch aufgestanden ist und dann auch Widerstand erfahren musste bis hin zu seiner Ermordung. Okay, also Jesus hat eine Auftrag, eine Botschaft und für die war er auch bereit zu sterben. Zweitens, Jesus ist mit einer Autorität aufgetreten, die manchen nicht gepasst hat. Jesus hat für sich beansprucht, im Namen Gottes zu reden und zu handeln. Das ist an einer Stelle zum Beispiel ganz deutlich, wo er diese Zuwendung Gottes, die Vergebung Gottes Menschen zuspricht. Und dann die frommen Leute sagen, das kann ja nicht sein, und diese Vergebung, das kann nur Gott selber zusprechen. Das steht Jesus eigentlich nicht zu. Jesus bleibt dabei, dass er im Namen Gottes handelt und redet und lässt sich davon auch nicht abbringen. Und das bringt ihm letztlich den Vorwurf der Gotteslästerung ein. Auch bei den Verhandlungen um sein Todesurteil ist das wohl ein wesentliches Motiv. Und so beansprucht Jesus diese Autorität und erfährt auch an dieser Stelle Widerstand. Drittens. Jesus musste sterben, das hört sich jetzt erstmal ganz banal an, weil er Mensch war. Jeder Mensch muss sterben. Das Besondere ist jetzt, dass ja die christliche Theologie immer auch gesagt hat, in Jesus wurde Gott Mensch. Und die Frage hat sich dann immer von Anfang an gestellt, ist das überhaupt möglich, dass wenn Jesus auch Gott war, Gott der Mensch geworden ist, dass er überhaupt sterben kann. Denn von Alters her hat man Gott immer zugeschrieben, dass zu ein Gottesprädikat ist, dass Gott unsterblich ist, unveränderlich. Und dann ist es ja schwierig, dass Gott mit einmal jetzt ganz wirklich sterben sollte am Kreuz, dieser Gott-Mensch. Da gab es viele Diskussionen und auch so Halblösungen. Aber am Ende hat man sich doch dazu durchgerungen zu sagen, ja, Jesus ist wirklich und ganz den Tod eines Menschen gestorben. Und das ist einfach so, weil er ganz wahrhaft Mensch auch war und darum ist er auch ganz wirklich gestorben, hat auch ganz wirklich gelitten. Da hat sich also nicht irgendwie eine Gottheit, ein Teil von ihm vorher verabschiedet und nur ein Teil von ihm gelitten. Die Frage ist natürlich, muss es unbedingt ein Kreuzestod sein?
Da kommen wir viertens, warum dieser Kreuzestod? Das wird oft auch verbunden mit der Sache, ja, Jesus hat sich ja geopfert. Jesus war ein Opfer, das da gebracht werden musste, auch durch diesen Kreuzestod. Aber hier gibt es auch deutliche Missverständnisse. Denn das hängt schon an der Frage, was meint man eigentlich damit, wenn man sagt, Jesus hat sich geopfert, er ist da einen Opfertod auch gestorben. Und hier kommt eine Sache hinein, die wir in der deutschen Sprache nicht so gut abbilden können, die aber fürs Verständnis ganz wichtig ist. Im Englischen kann man das besser machen, wenn man nämlich grundsätzlich so zwischen zwei Formen von Opfer unterscheidet. Es gibt einmal das Opfer, das wir bringen, indem wir uns investieren für eine Sache. Ich opfere meine Zeit, mein Geld für eine Sache auf, die mir wichtig ist. Da gebe ich was von meinem Leben hin. Eltern opfern sich für ihre Kinder auf oder man opfert sich vielleicht auch für Freunde. Also eine Opfer in Form von Lebenshingabe, und das wäre das im Englischen das Wort Sacrifice. Daneben gibt es aber auch das Opfer, was man erleidet, dadurch, dass zum Beispiel ein Unfall passiert oder weil man selbst oder andere sich schuldhaft verhalten. Also zum Beispiel das Verkehrsopfer. Wenn jemand anders mir die Vorfahrt nimmt und ich dadurch Verletzungen erleide bis hin dazu, dass es Verkehrstote gibt, dann ist das im Englischen das Wort Victim. Also da wird jemand Opfer, weil jemand anders sich schuldhaft verhält oder aufgrund eines Unfalls. Nun kann man sagen, dass Jesus wohl bereit war, dieses Opfer zu bringen, sein Leben hinzugeben. Aber das rechtfertigt natürlich nicht das Opfer, was er gebracht hat, weil andere ihn aufgrund politischen Kalküls oder religiöser Machtspielereien dann hingerichtet haben. Also da kommen dieses beide zusammen. Jesus stirbt also ein Opfertod, weil er sein Leben hingibt für die Sache Gottes. Das macht aber natürlich nicht entschuldbar, dass Menschen auch sich selber schuldig gemacht haben an seinem Tod. Was an dieser Stelle ganz irreführend ist, ist die sogenannte mittelalterliche Sühnetheorie, die ist aber ganz vielen auch aus frommen Kreisen bekannt, dass man sagt, wir Menschen, wir haben gesündigt, wir haben Gott nicht Gehorsam geleistet, deshalb haben wir Gott beleidigt, seine Ehre beschmutzt und die musste jetzt wiederhergestellt werden, deshalb brauchte Gott ein unschuldiges Opfer. Jesus war der einzige unschuldige Mensch und er war der einzige, der dieses unschuldige Opfer bringen konnte und deshalb musste er am Tod, diesen Kreuzestod sterben. Das ist nun eigentlich eine ganz abwegige Theorie, die ist auch in der Bibel so nicht zu finden. Das Problem ist nämlich an dieser Stelle, dass man hier Begriffe nimmt, die zwar in der Bibel stehen, aber die so verbindet, wie das nur ein mittelalterliches juristisches Denken gemacht hat, was auch so ein bisschen von dieser Königshierarchie herkommt. Und klar, im Mittelalter, wenn man den König beleidigt hatte, dann war man des Todes schuldig und dann wurde gnadenlos hingerichtet. Die Frage ist, ist das das Gottesbild, das in der Bibel im Neuen Testament uns skizziert wird? Da muss man ganz klar sagen, nein. Und ein Kritiker hat das mal so auf den Punkt gebracht, wenn das stimmt, dass Gott seinen Zorn nur dadurch löschen kann, dass er einen unschuldigen Sohn als Opfer braucht, dann ist Gott der größte Kinderschänder, den die Weltgeschichte je gekannt hat. Also das ist völlig abwegig und ist vor allem an einer Stelle in der Bibel, kann man das ja schön deutlich machen, wo hier der Fehler liegt. Denn in dieser mittelalterlichen Sühnetheorie, da klingt es so, als wenn in der Bibel stehen würde, dass Gott sich selbst durch Jesu Hingabe mit uns versöhnt hat. Das steht da aber nicht. Nicht Gott hat sich mit uns versöhnt, sondern in der Bibel steht, dass Gott uns mit sich versöhnt hat. Also das Problem lag nicht auf Gottes Seite, dass da irgendwie verletzte Eitelkeit im Spiel war, sondern das Problem lag auf unserer Seite, dass wir uns immer verquere Gedanken von Gott machen, dass wir Gott als missgünstig ansehen und dass wir Gott als jemand ansehen, der aburteilt, der andere ausgrenzt. Und gerade das war ja die Botschaft Jesu, dass Gott uns begegnet mit seinem bedingungslosen Ja, uns zugewandt ist und dass wir aus seiner Lebenskraft leben können. Und deshalb hat Gott das nicht nötig, dass für ihn jemand stirbt, sondern weil die Menschen diese bedingungslose Hingabe Gottes nicht verstanden haben und Gott ausgegrenzt haben, auch in Jesus Christus. Darum ist Jesus gestorben, weil er trotzdem an dieser Botschaft festhielt. Okay, fünftens, ich denke, Jesus ist auch gestorben, weil er eine Hoffnung hatte, nämlich die Hoffnung, dass das Leben hier nicht alles ist. Und deshalb war er bereit, auch zu sagen, ich habe Hoffnung, dass Gott ein Gott der Lebenden ist und nicht der Toten. Und er hat das mal in einer Auseinandersetzung mit einer religiösen Partei, den Sadduzäern, so auf den Punkt gebracht.
Da hat man nämlich zu Jesus Zeiten auch darum gestritten, gibt es eigentlich sowas wie die Auferstehung der Toten? Und Jesus hat sich klar auf die Seite derer gestellt, die gesagt haben, ich glaube daran, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Gott ist in der Bibel der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, also der Stammväter Israels. Und da sagte Jesus, aber die sind, Gott ist doch ein Gott der Lebenden. Und das heißt doch auch, dass die jetzt noch Lebende sein müssen, sonst wäre er ein Gott der Toten. Und so hat Jesus offensichtlich geglaubt, dass selbst wenn er hier sein Leben hingibt und den Tod auch stirbt am Kreuz, dass Gott ihm neues Leben geben würde. Und so ist es vielleicht auch eine ganz andere Perspektive, die man hat und haben kann auf sein eigenes Leben hier, wenn man sagt, es gibt einen größeren Horizont fürs Leben als das, was ich hier sehe und hier erlebe. Gott hat einen größeren Horizont, der reicht auch über den Tod hinaus. Vielleicht war auch deshalb Jesus bereit zu sterben, weil für ihn der Tod und das Leben hier nicht das Letzte waren. Okay, so weit mal fünf Gründe, warum Jesus gestorben ist, überhaupt bereit war, diesen Weg zu gehen, diesen Weg im Auftrag Gottes, in der Mission Gottes. Missio Deo ist so das Konzept, was man theologisch da auch hintersehen kann. Und warum er dann auch am Kreuz gestorben ist. Nichtsdestotrotz halte ich es eigentlich besser, oder würde es fast besser finden, wenn man bei uns in der Kirche auch ein Kreuz hätte, an dem Jesus nicht noch dranhängt. Das verschreckt die Kinder weniger und macht vielleicht auch deutlich, dass er tatsächlich auferstanden ist und nicht mehr am Kreuz hängt. Okay, so viel für heute. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.